Herzlich willkommen zur 22. Folge unserer Köln-Karriere im Football Manager 23. Zuallererst, ich merke, das Projekt kommt ganz gut bei euch an, deswegen, falls du dieses Projekt guckst, aber noch nicht abonniert hast, tu das gerne und like auch gerne das Video, würde mich sehr freuen. Heute spielen wir in der Liga gegen Bochum und in der Conference League das Rückspiel im Achtelfinale gegen Sturm Graz. Wir sehen uns dann gleich in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bochum wieder. Vor der Pressekonferenz aber nochmal die Trainingsnoten. Wir sehen, Oles und Thielmann und meiner waren mal wieder mit am besten dabei. So, wir gehen in die Pressekonferenz. Machen Sie sich nach dem Spiel unter der Woche darüber Sorgen, dass Ihr Team aufgrund der Doppelbelastung möglicherweise gegen Bochum strauchelt. Die Spieler können es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen. Bringt Uth die entscheidenden Attribute mit, um Bochum auseinanderzunehmen. Er ist ein Ausnahmespieler und jedes Team würde sich die Finger nachlecken, ihn in der Startaufstellung zu haben. In der Pressekonferenz schien Letsch neidisch auf die jungen Talente in ihrem Kader zu sein. Wie überrascht waren sie, dass ihr Gegner eine solche Sicht hat und gibt ihnen das extra Selbstvertrauen für das Spiel? Ich schenke dem Ganzen keine große Beachtung. Thomas versucht sich möglicherweise an ein paar Psychotricks, um seiner Truppe einen Vorteil verschaffen. Ich werde hier zum Verschwörungstheoretiker. Wie schwierig ist es, sich auf ein Spiel gegen Letsch und seine Mannschaft voller erfahrener Spieler vorzubereiten? Ich glaube, es wird ein hartes Stück Arbeit für uns, gegen einen solch erfahrenen Gegner das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Ist es richtig, dass sie vielleicht etwas neidisch sind auf die Masse an Erfahrung? Das ist genau das Gegenteil, was ihr ihnen gefragt. Sie legen mir die Worte in den Mund, weil ich ein Lob ausspreche, heißt das nicht, dass ich neidisch bin. Unsere Konkurrenz um die europäischen Plätze patzt, Gladbach patzt, Dortmund patzt, Leverkusen patzt. Das ist eigentlich jetzt unsere Chance, gegen den Tabellen 14. die Champions League Plätze tatsächlich zu erreichen und uns großen Abstand zum 7. Platz zu verschaffen, also das müssten wir wirklich nutzen. So, das ist die Aufstellung fürs Spiel gegen VfL Bochum. Wir lassen Tickets mal raus, da er auch Fitness-Test braucht und wir halt keinen Platz aktuell haben auf der Bank. Und dann hoffe ich mal, dass wir das Ding hier gewinnen. Ich balle die Fäuste und sage, wir müssen den Heimvorteil unbedingt voll nutzen, also gehen wir da raus und holen uns den Sieg. Dortmund hat bereits gespielt, ist das für sie eine günstige Gelegenheit, daraus einen Vorteil im Abstiegskampf zu ziehen? Immer noch, wir haben nichts mit dem Abstieg zu tun. Wir sind auf unser Spiel fokussiert und alles andere ist eine Ablenkung, die wir nicht brauchen. Wie hat es ihr Team geschafft, diesen Ort in letzter Zeit zu einer solchen Festung zu machen? Harte Arbeit, ohne geht es nicht. Dominik Heinz spielt den Ball in die Mitte zu Lozier, der zu Asalo, der einfach mal dem Schuss, aber der Ball geht daneben. Lukas Klünter jetzt mal über rechts. Treibt den Ball dann nach vorne, spielt zu Reynoso und der spielt zu Uda, der steht im Abseits, das sieht man. Aber der Ball geht sowieso vorbei. Osterhage jetzt zu Lozier, der sieht, dass über rechts Osetutu sehr viel Platz hat. Und Osetutu stoppt den Ball erstmal an, bringt die Flanke zu Hofmann, aber Horn fängt den Ball. Lindenmeier passt auf, dass Osetutu den Ball verliert, Lindenmeier mit dem Schuss, aber Riemann kann den Ball ins Tor auslenken. Skiri mit einem schlechten Pass, Danilo Suarez konnte ihn abfangen, spielt hier zu Hofmann. Hofmann ist da relativ unbedrängt. Danilo Suarez und der Ball in die Mitte zu Asano. Der haut den aber zum Glück übers Tor. Links ist jetzt Hector. Hector mit der Flanke in die Mitte zu... Ne, nach links zu Meiner. Aber ordnet zu schneller. Meiner passt aber auf. Meiner muss jetzt nach hinten legen. Legt den zu Reynoso. Abgeblockt. Gut. Und irgendwie geklärt. Krejci schiebt mit einem weiten Ball zu Uth. Der kann da sogar die Bochum-Abwehr überlaufen. Uth muss den noch links legen. Tut auch Reynoso jetzt frei vorm Tor. Und Reynoso schiebt ihn ein. Zum 1:0. Vielleicht findet Reynoso jetzt in Form. Hat er ein bisschen jetzt gebraucht. Aber so langsam trifft er zumindest. Auch sehr schön herausgespielt. Da war ein langer Ball hier von Krejci. Uth kann da sogar den Innenverteidiger überlaufen. Auch wenn er immer nicht der Schnellste ist. Und hat dann die Übersicht. Und sieht, dass Reno so frei ist. Der macht das dann ganz lässig ins kurze Eck. Sehr schön. Ich lege die Hände zusammen und sage, wir liegen vorne, das aufgrund der Anzahl an Torchancen auch voller verdient. Ich bin daher zufrieden. Reno, so jetzt mal die rechte Seite, spielt zu Marc Uth, aber Riemann kann den Ball sicher fangen. Einwurf jetzt durch Klünter, der spielt zu Thielmann. Klünter mit der Flanke zu Reynoso, der kommt da lang mit dem Schuss. Riemann kann halten, Krejci nochmal aus der Ferne, aber Riemann fängt ihn danach.
Linton Miner über die linke Seite spielt zu Jonas Hector. Krejci leitet den weiter zu Reynoso. Der mit einem weiten Ball zu Marc Uth, der die Verteidigung überlauft gerade. Uth mit dem Direktschuss, aber mit der Direktabnahme, aber Riemann kann parieren. Wir wechseln. Ich finde unsere Flügelspieler heute tatsächlich schwach. Und da Thielmann schon gelb gesehen hat, kommt Lämperle für ihn rein und Kainz kommt für Linton Meiner. Kilian ist müde, müssen wir auch gucken auf nächsten Donnerstag wegen dem Conference League Spiel. Dafür kommt Nicola Soldo rein. Und sonst, ja, wir haben einige Leute, die müde sind. Reynoso geht auch mal raus für, ja, ich habe irgendwie keinen Ersatz. Adamian. Und dann geht Kainz in die Zentrale. Freischuss jetzt durch Florian Kainz, der kommt zu Nicola Soldo, nein, zu Chabot und der sitzt. Wilder Kopfball aus 16 Metern, wie viel das war. Wow. Also, damit habe ich nicht gerechnet, da wurde auch erst Soldo angezeigt, weswegen ich Soldo gesagt habe. Der Ball kam dann zu Chabot, der da an der 16er Kante steht und da seinen Kopf findet. Dann vom Innenpfosten prallt der Ball dann ins Tor. Ein weiterer Freistoß jetzt durch Florian Kainz, der kommt wieder erstmal auf Ordetz. Und jetzt Stöger, vielleicht Bochum mit dem Konter, aber Adamian und so stören. Wir bleiben, oder wir erobern ja gesagt den Ballbesitz. Jetzt Klünter über die rechte Seite, zieht da rein, spielt zu Lemperle, der mit dem Ball in die Mitte zu Adamian und das 3 zu 0, aber vielleicht war es abseits von Uth, Adamian, irgendwer, der da involviert war. Wenn nicht, ist das ein guter Doppelschlag gewesen. Aber Felix war ja ein guter Schiedsrichter. Ja, das Tor zählt. Das ist eine komfortable Führung jetzt. Klünter, ja, läuft da gut durch, spielt einen guten Ball zu Lämperle und er mit dem Assist auf Adamian. Schön, das ist eine komfortable Führung jetzt und die müssen wir auch nur über die Zeit bringen. So, Krejci ist müde, dafür kommt Olesen in die Partie. Einwurf jetzt durch Klünter. Lämperle. Geht dann Goralski vorbei. Lämperle. Dribbelt einen Strafraum mit der Flanke zu Adamian. Und das ist das 4 zu 0. Adamian beweist sich hier, dass er doch noch die Qualitäten hat. Nach einigen schlechten Trainingsleistungen in der letzten Woche hat er jetzt wieder die Chance bekommen. Und nutzt sie auch. Auch gut von Lämperle hier die beiden Vorlagen. Dribbelt sich da sehr, sehr gut durch. Könnte auch ein Kandidat für eine Startelf mal wieder sein. Ja, und Ordens kommt da halt nicht richtig hin. Und Adamian. Ja, netzt den dann gut ein. Und das war's. Wir gewinnen mit 4 zu 0 souverän gegen VfL Bochum. Leider hat hier beim vierten Tor Lämperle nicht die Vorlage bekommen, aber trotzdem, das vermerke ich ja trotzdem als gute Aktion von ihm. Ja, war ein souveränes Spiel. Ich leg die Hände zusammen und sage, ja, gute Arbeit von jedem hier, das war klasse. Der gesamte Verein von der Kabine bis zu den Fans scheint im Moment nur so zu strahlen. Wie weit kann sie das als Mannschaft tragen? Fußball ist wirklich einfach, wenn die Spieler glücklich sind, kommen die Ergebnisse fast von alleine. Hoffentlich bleibt das so. Wenn man alles betrachtet, wie wichtig ist dieses Ergebnis? Ja, wir stehen jetzt auf Platz 4. Ein Punkt vor Gladbach, 2 vor Dortmund, 4 schon vor Freiburg. Also wir können sogar die Champions League erreichen, wenn wir weiter so spielen. Um die Bedeutung dieses Ergebnisses kommt man nicht herum. Mit etwas Glück dient es uns als Sprungbrett für die nahe Zukunft. Ja, Damian wird auf jeden Fall gelobt. Das hat er sich jetzt verdient. Und wir gehen in die Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Bochum. Ein wirklich beeindruckender Sieg. Der ein oder andere Trainer würde seiner Mannschaft nach so einer Leistung ein paar Tage freigeben. Ja, aber die müssen hart arbeiten. Ich habe mich noch nicht entschieden, sage ich einfach. Was für eine Leistung und was für ein Sieg, damit dürfen Sie zufrieden sein, oder? Ich bin immer zufrieden, wenn wir auf dem Platz unseren Matchplan durchziehen. Dieses Formhoch scheint ja kein Ende zu nehmen. Wie lange wird die Serie Ihrer Ansicht nach noch weitergehen? Ja, das Selbstvertrauen ist ja aktuell groß und das Team spielt gut. Verschiedene Experten sind der Meinung, dass ihre Spieler allmählich überheblich werden. Teilen Sie diese Befürchtung? Ja, wir glauben an uns und sind konzentriert. Mehr kann ich nicht verlangen. Der eingewechselte Adamian war heute sicherlich einer der Schlüsselspieler mit seinem Doppelpack. Was sagen Sie zu seiner heutigen Leistung? Ich bin wirklich sehr zufrieden mit Sages Leistung gewesen. Reynoso war heute in guter Form, oder wie sehen Sie das? Ich bin froh, dass er gut gespielt hat, denn das wollen wir von ihm sehen. Wir sehen ja jetzt die Jugendspieler, die neu gekommen sind. Einen defensiven Flügelspieler. Joa, also ich weiß ja nicht, wie defensiv der ist, weil. Boah. Also ein defensiver Flügelspieler, das müsste ja in einer Dreier-Fünfer-Kette sein. Aber ja, da schauen wir mal, wie defensiv der am Ende ist.
Mit 7 Dribbling weiß ich jetzt noch nicht, aber Potenzial hat er auf jeden Fall. Deswegen wird dem ein Vertrag angeboten. Aber das kommt alles weg. Der wird Perspektivspieler. Aber will auch schon direkt gutes Gehalt. Und eine Gehaltssteigerung gibt es bei mir aber nicht. 38, da gehen wir nochmal runter auf 36,5. Er will 40 sogar noch. Okay, kriegt er 37,5. Damit ist er zufrieden. Haben wir noch Jannis Bellinghausen, der ist Stürmer oder Flügelspieler. Glaube eher Flügelspieler, so sieht mir das hier mit seinen Stats aus. Der hat schon kranke Stats eigentlich, teilweise. Hat auch gutes Potenzial, hat auch jetzt schon 1,5 Sterne. Dann kriegt er ebenfalls Perspektivspieler. Aufstiegsklausel gibt es auf gar keinen Fall. Den wollen wir nicht direkt verlieren. Dafür Gehalt geht ein bisschen höher. Das nimmt er auch an. Wir haben ja noch einige Talente, so ungefähr 7 Stück. Die werde ich auf jeden Fall alle annehmen. Das muss ich euch aber nicht zeigen, wie wir da die Fahndung machen. Ist ja eigentlich fast dasselbe. Und hier unten, das sind nicht so wirklich gute Talente. Wenn ihr aber denkt, ja, der eine könnte es vielleicht sein, ich weiß ja nicht. Irgendwie, wenn ihr denkt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls wir einen von denen hier verpflichten sollen. Aber auf den ersten Blick sehen die vier hier mir nicht aus, als müssten wir die unbedingt verpflichten. Auch wenn es hier ein Torwart ist, aber nee. Ich würde eher die anderen hier nehmen. Und wenn ihr von einem dieser Jugendspieler vielleicht die Stats oder so sehen wollt, schreibt mir das gerne, dann mache ich das in der nächsten Folge nochmal ausführlicher, weil, wie gesagt, jetzt mache ich das eben schnell und verhandle mit allen, weil die ja sowieso talentiert sind und die Stats sich ja, glaube ich, relativ schnell bei den jungen Spielern noch entwickeln. Wir haben in der 11. Woche 4 Spieler: Horn, Klünter, Lemperle und Adamian. Und was ich nebenbei mal sagen wollte, danke für den kranken Support aktuell auf verschiedene Videos. Die Experimente gehen auch ab. Da kommt in den nächsten Tagen auf jeden Fall ein neues FM-Experiment. Wenn das Video rauskommt, sollte ja gerade Mittwoch, der 22. Februar sein. Nehmen wir das gerade einen Tag vorher auf. Da haben wir 198 Abonnenten. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die 200 noch so die nächsten Tage bis Ende Februar erreichen würden. Also wenn du noch nicht abonniert hast, abonnier gerne. Dankeschön. Gut, wir gehen jetzt in die Pressekonferenz vor unserem Achtelfinalrückspiel gegen Sturm Graz. Mit einem Remis auswärts im Hinspiel sind sie nun leichter Favorit für das Rückspiel zu Hause. Teilen Sie diese Ansicht und glauben Sie an das Weiterkommen. Ich bin immer zuversichtlich. Wir haben gut trainiert und wissen, wozu wir in der Lage sind. Zuletzt gegen Bochum spielt die Team sehr gut. Hoffen Sie auf eine ähnliche Vorstellung im nächsten Spiel natürlich. Müssen einfach weiter hart arbeiten. Wenn wir das tun, ist alles möglich. Reynoso war mit überzeugenden Leistungen in seinen ersten Einsätzen für Köln gut gestartet. Sind Sie glücklich, dass Ihr Neuzugang gleich so eingeschlagen hat? Ja, Emanuel Staat hat mich bis hierhin begeistert. Er ist sofort ein Schlüsselspieler für uns geworden. Das macht er bisher sehr gut, würde ich sagen. Können wir in diesem Spiel von Ihrer Mannschaft offensiven Fußball erwarten? Ja, ich bevorzuge Offensivfußball und das ändert sich in diesem Spiel auch nicht. Und gibt es was Neues zu Pedersens Verletzung? Gut, er kommt in 6 bis 12 Tagen wieder. Ich gehe davon aus, dass wir in relativ naher Zukunft zurückhaben werden, wenn alles gut geht. Adamian hat sich jetzt vor dem Spiel erkältet. Das könnte jetzt natürlich ja dafür sorgen, dass er nicht mitmacht morgen. Ich schicke ihn mal nach Hause, damit er keinen anderen am besten ansteckt. So, Thielmann möchte jetzt mit einem neuen über einen neuen Vertrag reden. Das hat er ja schon mal gewollt. Aber ich glaube, genau dasselbe hat er auch, wenn wir mit dem reden wollten. Wollte er dann doch nicht darüber reden. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Auch wenn wir uns darum bald eigentlich kümmern müssten. Dann haben wir nochmal eine genauere Bewertung der Jugendspieler. Nochmal hier die zwei, die man nehmen könnte. Wenn ihr denkt, ja, die sollten wir nehmen, dann werde ich es mir nochmal überlegen. Aber ich habe ja denen allen hier einen Vertrag angeboten, den richtig talentierten Leuten. Zwei Leute haben auch schon den Vertrag unterschrieben. Das sind einmal Altweger und Bu Dayski, wenn ich das so richtig ausspreche. Wir gehen mit dieser Startaufstellung in das Spiel gegen Sturm Graz, was wir jetzt unbedingt gewinnen müssen, um weiterzukommen. Bank sieht so aus. Adamian hat es leider nicht geschafft, der ist noch erkältet. Und Pedersen fällt natürlich auch noch aus. Paar Jungspieler auf der Bank und dann sollte das hoffentlich klappen. Lemperle darf starten, weil ich den ganz gut fand. Mal schauen, wie er sich dann in der Startelf schlägt. Ich balle die Fäuste und sage, dass die Fans einen Sieg erwarten und die Leute sie nicht enttäuschen sollen. Dadurch wird Krejci angespannt, ist super. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Mannschaft dort weitermacht, wo sie im letzten Spiel gegen Bochum aufgehört hat? Ja, wir wollen immer weiter gut spielen und unser Bestes geben und das ist nach einer guten Leistung natürlich viel einfacher. Wie wichtig ist für Sie heute eine gute Leistung? Sehr wichtig, würde ich eigentlich sagen. Die Antwort gibt es hier leider nicht. Deswegen sage ich, dass unsere Spielvorbereitung mir sehr gut gefallen hat. Daher rechne ich mit einem guten Auftritt.
Und können Sie erklären, warum Lampard heute auf einer anderen Position spielt? Der spielt eigentlich auf einer seiner normalen Flügelpositionen, deswegen. Ja, er ist flexibel und vielseitig genug, um je nach Bedarf auf verschiedenen Positionen zu spielen. Böwing mit dem Steilpass für Gazibegovic, der jetzt über rechts. Gazibegovic zu Ajeti und das ist das 1:0 für Sturm Graz. Wir haben hinten mal wieder gepennt und dadurch werden wir bestraft. Nach 3 Minuten sind wir jetzt wieder, ja, in der Underdog-Rolle, würde ich mal sagen. Weil jetzt müssen wir 2 Tore schießen, um überhaupt weiterzukommen. Böwing hier mit dem Steilpass auf Gazibegovic. Da geht irgendwie keiner hin. Der kann flanken und bei Ajeti oder Ajeti steht auch keiner. Kainz jetzt über links. Spielt zu Jonas Hector. Hector spielt zu Krejci. Der ist zu Kainz jetzt. Kainz muss es machen. Kainz mit dem Schuss, aber Mader kann den parieren. Lempalle mit dem weiten Ball auf Reynoso. Reynoso mit dem Ball in die Mitte. Da ist Kainz und er köpft drüber. Der muss sitzen eigentlich. Florian Kainz mit dem Freistoß. Der kommt zu Luka Kilian. Das ist Chabot, der da dann kommt, aber der geht drüber. Carriccio jetzt zu Gazibegovic. Der mit dem Steilpass zu Aieti und da ist schon wieder keiner bei Aieti und der trifft. Das ist das 2:0. Und ich glaube, das war's jetzt. Nach 20 Minuten schon 2:0 hinten liegen. Das ist auch wirklich schlecht, was wir da hinten verteidigen. Wirklich, also. Ich weiß nicht, was sie da hinten fabrizieren, wie der die ganze Zeit so viel Platz haben kann. Schade, dass man dann so rausfliegt, wahrscheinlich. Hector jetzt über links mit dem Steilpass zu Kainz. Florian Kainz braucht eigentlich zu lange, aber setzt sich da trotzdem durch. Florian Kainz. Immer noch Kainz mit dem Schuss und er geht an die Latte. Was ist denn das? Ecke jetzt durch Jonas Hector. Wir können durch Ecken gefährlich sein. Die kommt zu Marc Uth, aber der geht vorbei. Hector schickt jetzt keinen Steil. Der hat Platz, weil er den Verteidiger überlaufen kann. Aber nutzt den nicht richtig. Reynoso mit dem Schuss, aber der geht auch wieder weit drüber. Zur Pause steht 0:2 und das ist wirklich unverdient. Wir hätten unsere Chance einfach besser nutzen müssen und hinten ein bisschen wacher sein sollen, aber so steht es jetzt 0:2. Ja, ich. Boah, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Arme nach oben werfen und sagen, ich sag einfach, was war das denn? Reißt euch zusammen und fangt an, wie die Favoriten zu spielen, die wir sind. Ich konnte dich schon mal einige motivieren. Lempalle war aber so schwach, der geht raus, aber kommt jetzt hier, Mann. Das ist nochmal ein Qualitätsunterschied vom Ding her. Freistöße jetzt durch Kainz, der kann die Freistöße doch. Aber nicht so. Thielmann jetzt über rechts, spielt zu Reynoso, der auch über rechts. Mit der Flanke jetzt zu Marc Uth, aber Carrico ist da. Steffen Tigges kommt für einen ganz schwachen Marc Uth und Olesen kommt für Skiri rein. Klünter, jetzt mach bitte was. Spiel zu Thielmann. Thielmann der Flanke zu Kainz und der sitzt. Wir können es doch mal schaffen. Anschlusstreffer. Geht doch. Nach 2xG oder so können wir auch mal treffen. Und das durch Kopfballtor von 1,60 großem Kainz oder was? Thielmann hier über rechts mit einer guten Flanke, die dann auf bei Kainz irgendwie landet. Und jetzt nochmal noch ein Tor schaffen in 25 Minuten. Kilian war heute wirklich schlecht, dafür kommt Hübers rein und Hector war auch wirklich schlecht, dafür kommt Katterbach in die Partie. Reynoso jetzt legt ihn nach rechts zu Thielmann, der hat jetzt Platz. Thielmann. Thielmann muss irgendwas Schlaues auch machen. Bringt den Ball in die Mitte, da ist Tigges, der wird doch gefoult. Elfer! Es gibt Elfmeter. Durch, ja, Gazibegovic hat ihn verursacht. Sehr schön. Gib ihm Rot oder so. Klare Torchance. Ja, gelb immerhin. Ich wollte eigentlich, dass Krejci den Elfer macht, aber es hat es nicht mal rechtzeitig gemacht. Kainz führt den jetzt aus und bitte mach ihn einfach. Und er macht ihn und wir sind wieder da. Sehr schön. Kainz. Mit dem Seitenwechsel zu Thielmann. Der köpft zu Olesen. Olesen. Ach, aber das ist schlecht. Tigges holt sich den Ball aber gut. Reynoso jetzt mit dem Steilpass zu Kainz. Kainz kann ihn machen. Kainz mit dem Tor! 3:2, wir haben das Spiel gedreht. Kainz mit dem Hattrick, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Das ist abgefuckt. Wir haben dieses 2:0 gedreht, zu Recht, weil wir die ganze Zeit besser waren. Tigges kämpft da und Reynoso mit einem Superpass auf Kainz. Und tut mir leid, falls ich gerade ein bisschen laut war. Ich werde es in Schnittstil wahrscheinlich beim Schneiden wahrscheinlich runtergepitcht haben. Aber egal, wir gewinnen. Wir kommen weit, außer wir kriegen jetzt noch ein Gegentor.
Dann ist, ich lasse das hier einfach uncut mal drin. Die Folge wird dann wahrscheinlich ein bisschen länger, aber ich glaube, das ist es wert. Hau das Ding jetzt weg. Mach es einfach weg. Ja, es ist vorbei. Wir können gewinnen. Wir haben das Spiel irgendwie gedreht. Ich weiß nicht, wirklich nicht wie. Aber irgendwie ist es, was ihr keins macht, hier drei Tore. Und hat sich wieder hoffentlich in Form geschossen. Das ist wirklich krank, krank, einfach krank. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sage. Ausgestreckte Arme und sage, über dieses Comeback werden die Leute noch eine Weile reden. Und das zu Recht, sehr gut gemacht. Digga, das ist wirklich... Gab die schwache Form von Graz ihnen Anlass zu glauben, dass sie gewinnen könnten? Fragen Sie mich das bitte ein anderes Mal. Ich muss dieses Ergebnis gerade verarbeiten. Ich stehe hier auch gerade schon. Ich sitze gar nicht mehr. Es war ein schwieriges Duell, aber sie haben es geschafft, den Gesamtsieg zu erringen. Wie fühlt es sich das an? Wenn sich die Leistung weiter Spieler ansehen, haben wir es definitiv verdient. In der zweiten Halbzeit spielte ihre Mannschaft deutlich besser. Das haben sie den Spielern in der Pause gesagt. Es gab einige Tage, nee, gab's nicht. Ich habe ihnen nur gesagt, sie sollen an sich glauben und weiterkämpfen. Doch, Kainz wird auf jeden Fall dafür gelobt. Ja, was sage ich denn überhaupt? Ich bin echt happy mit ihrer Leistung im letzten Spiel. Ja, wir nehmen noch an der Pressekonferenz teil. Das Märchen geht weiter, sie müssen was weiterkommen, doch hoch erfreut sein. Nee, ich bin voll unglücklich. Bin zufrieden, dass wir weiter sind. Glauben Sie, dass Ihre Mannschaft ins Finale einziehen kann? Ja, jetzt glaube ich an alles. Ich sehe keinen Grund, warum nicht. Ihre Mannschaft hat heute ein extrem spätes, aber wichtiges Tor erzielt. Ja, das müsste... Ach so, waren Sie überrascht über die Länge der Nachspielzeit? Das müssen Sie den Schiedsrichter befragen, das ist nicht meine Aufgabe. Wie sehr freuen Sie sich über Kainz Hattrick? Zu Hattrick kommt es, wenn sich Talent und harte Arbeit mit dem Willen verbinden, immer wieder in die Zone vorzustoßen, dem Gegner wehtun. Florian verdient für den heutigen Tag das ganze Lob und noch mehr. Wie haben Sie die heutige Leistung von Ayed? Ist es mir scheißegal. Die ganzen Jugendverträge wurden jetzt unterschrieben. Der gerade gekommen ist, gilt schon als Eigengewächs. Ja, warum auch immer. Und wir gucken uns jetzt die Auslosung an fürs Viertelfinale und Achtelfinale der Conference League. Das machen wir auch noch in dieser Folge. Die ist wahrscheinlich, wie gesagt, lang, aber egal. Florentina muss gegen West Ham. Villarreal muss gegen... Oh Gott. Wir müssen gegen Villarreal, die im letzten Jahr im CL-Viertelfinale, Halbfinale sogar waren. Im Viertelfinale haben sie ja Bayern rausgehauen. Dann schauen wir uns gleich noch die Auslosung an, gegen wen wir dann im potenziellen Halbfinale ran müssen. Gut, jetzt zum Halbfinale. Mal schauen, gegen wen wir dann müssten. Okay, wir müssten gegen den Sieger, gegen einen holländischen Verein. AZ Alkmaar oder Feyenoord, je nachdem, wer da gewinnt. Wenn wir natürlich gegen Villarreal gewinnen. Gut, das soll es aber gewesen sein mit dieser dramatischen Folge. Ja, war wirklich unglaublich. In der nächsten Folge geht es dann ereignisreich weiter nach Dortmund im Kampf um die Champions League Plätze und auch danach kommt Gladbach, Derby und auch Kampf um die die Champions League Plätze. Ich kann gar nicht mehr nochmal reden. Ja, 6. und 5. das werden wichtige und wegweisende Spiele auf jeden Fall. Also, das wird sehr interessant. Schaut gern rein. Lasst gern ein Like, wenn euch diese Folge gefallen hat. Schreibt auch gerne Kommentare zu, was auch immer euch einfällt. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Habe ich schon gesagt. Egal. Ciao.